finde, Gier ist so klassisch dieses hemmungslose, egoistische Streben nach mehr, auch auf Kosten von anderen. Es geht hauptsächlich um materielle Bedürfnisse, selten um Anerkennung, aber das hat so was Unanständiges, Gier. Ich erinnere mich an einen Fall, da hat der ehemalige Bankangestellte so ein Musterdepot angelegt, also eins aus der Kategorie, wie man es innerhalb von Börsenspielen eben auch anwendet, hat sich einen mittelmäßigen Kopierer dazu gekauft, hat da hier und da Ausdrucke gemacht und seinen potenziellen Opfern vorgelegt. Der hat angeboten, dass er über Mitarbeiteraktien verfügt und die können er zur Hälfte von der Börsennotierung einkaufen und aus diesem Umstand würde dann quasi die Rendite für die Anleger sich ergeben. Ich glaube, es waren 50 Millionen Euro Schaden, die er da dabei erzeugt hat. Da kommt einfach so dieser Virus der Gier, den kann er auf seine Opfer dann quasi übertragen. Gier gibt es beim Mord, beim Raub, beim Diebstahl, bei Wirtschaftskriminalität, bei organisierter Kriminalität, einmal so quer durch. Wobei man schon unterscheiden muss, ein Mörder, der handelt so destruktiv, der muss seinem Frust nachgeben, indem er schädigt, verletzt, tötet. Und der Betrüger, der sucht sich seine Opfer ganz genau aus, der beobachtet die vorher, der nutzt deren Schwächen aus. Und um immer um seinen eigenen Vorteil hinterher für sich verbuchen zu können. Es ist tatsächlich so, Betrug ist eine klassische männliche Domäne, warum das auch so ist, aber das sind die männlichen Täter in der Überzahl. Es gab im Jahr 2014 einen Doppelmord auf der Schwäbischen Alb, wo ein Täter aus purer Gier, aus purem Verlangen nach Geld ein lebensälteres Ehepaar ganz brutal ermordet hat. Die verfügten gar nicht über so viel Bargeld, was er hätte rauben können. Da waren es am Ende, ich glaube, 5.000 Euro oder noch weniger, was der Täter mitgenommen hat. Der hatte damals die EC-Karte von diesem älteren Ehepaar geraubt, hielt sich noch in diesem Haus, wo er die beiden ermordet hat, 3 Tage lang auf und dann ist jeden Tag einmal zur Bank gefahren und hat 1.000 Euro abgehoben. Mit dem Auto von den Opfern. Gierig. Sehr gierig. Er hat im Nachhinein ganz strukturiert Spuren verwischt. Also das hat er sich schon sehr gut überlegt. Den haben wir, nach 10 Tagen war er ermittelt und nach weiteren 4 Tagen haben wir ihn dann festgenommen. Ich bin natürlich gierig nach Süßigkeiten und das quasi täglich und da bin ich auch nahezu unerbittlich und darüber hinaus, ich bin ein sehr begeisterter und leidenschaftlicher Wintersportler und wenn es darum geht, einen unberührten Tiefschneehang als erster zu befahren, da kenne ich dann auch keine Freunde mehr. Diese Gier, die erste Spur in so einen Hang reinzulegen, das treibt mich den ganzen Winter an.